Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der City Gardening Academy. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Wir möchten euch wieder mal eine neue Folge begrüßen und haben natürlich auch erstmal gleich einen kleinen Rundgang, was bisher geschah. Gestern war es sehr, sehr warm gewesen hier. Es waren so circa 25 Grad. Also es sind auch viele Sachen schon etwas angewachsen und hochgekommen. Wir hatten aber auch die Nacht etwas Sturm und Wind. Das wird man etwas sehen. Es hat etwas hier reingeweht, aber hat alles gut gehalten, was wir verankert haben. Und das schauen wir uns gleich mal an und gucken mal, wie die Pflanzen gewachsen sind. Schauen mal, wie die ganzen Sachen hier noch so sind, wie das im Regen sich verhalten hat, mit den Hydroartikeln, die wir eingesetzt haben. Und natürlich, was es heute als neues Thema gibt, nämlich Hochbeete auf Füßen und natürlich unseren neuen City Jungle Heidelberg. Wollen wir uns mal einen Überblick über die Hochbeete verschaffen. Die haben wir damals angepflanzt, auch mit verschiedenen Erden und Salaten. Es hat gestern sehr, sehr viel geregnet und das heißt, wir mussten gar nicht viel nachgießen. Unser Hydro Max, der ist, schau mal rein, ja, noch halb voll. Da hat also nicht so viel Wasser von gezogen, das Erdreich. Und auch unten unser Hydro Cup hier oben, der ist also durch die Schlüsse hier oben nachgelaufen, Regenwasser geht drauf und füllt sich quasi momentan so bis hierhin selber. Von der Erde her sieht man, die ist gut nass, wie gesagt, und auch die Salate sind schon gut angegangen, die wir hier haben. Auch der Unterschied zwischen unserer guten Ökoerde und der klassischen Baumarkterde, die wir hier haben, sieht man schon ganz leicht, dass die etwas schwächer im Wachstum sind, die anderen schon ganz gut angewachsen sind, aber auch die sind gekommen. So, die Erdbeeren blühen auch hier schon und hier sieht man auch, die fängt schon dann hier runter zu wachsen, das ist ja eine Hängererdbeere. Die sollen ja alle hier unten, so haben wir das vor, dass wir die hier unten wachsen lassen. Obwohl wir die auch ein bisschen spät gepflanzt haben. Mal sehen, wann die, ob dieses Jahr noch was kommt, wann sie kommen, müssen wir jetzt mal abwarten. Ja, auch hier in unserem Superdom, unseren Anzuchtstunnel, habe ich gerade mal geschaut, ist alles wunderbar groß geworden. Es war ja die letzten Tage etwas wechselhaft, Sonne, Wolken, windig und Regen, alles war dabei gewesen. Hat der gut abgehalten, das Ganze, es hat aber gut auch das Kondensatwasser, man sieht es hier, sich innen niedergeschlagen. Es ist schön warm, man fühlt es richtig, aber auch schön feucht geblieben. Ja. Und es hat sich sehr gut selbst zirkuliert mit der Schattierung hier oben drauf. Ich denke, da werden wir schön Erderfolge haben demnächst. Auch hier im Folientunnel locke ich die Erde immer etwas auf zwischen den Pflänzchen. Obwohl hier kein Regen und Niederschlag hier drauf kommt, merkt man natürlich, dass hier auch die Erde fest wird durch natürliches Gießen und auch, dass sich die Erde halt eben auch dann immer etwas setzt. Also rück auch hier etwas das Ganze lockern, damit die Erde und die Wurzel wieder etwas Luft bekommen. Ja, unser Weinstock hat sich ganz gut entwickelt, wie man sieht. Ich habe den ja komplett zurückgeschnitten, also richtig radikal zurückgeschnitten, aber das scheint er gut überlebt zu haben. Und da kommen jetzt überall auch schon die Blätter und man sieht auch hier die ganzen Reben, die hier schon anfangen zu wachsen. Das sieht doch ganz gut aus. Wir haben mittlerweile hier ein Regal aufgebaut, das ist durchgängig von der oberen Seite bis hinten hin. Ich habe hier schon ein paar Steckdosen installiert. Da hinten seht ihr die ganzen Kabelkanäle. Hier haben wir jetzt mal einen kleinen Zwischenstand unserer bisher angepflanzten Tomaten und so weiter. Man sieht, dass die recht gut gewachsen sind, auch schon hier die erste Ranghöhe erreicht haben. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man mit Ranggittern allgemein arbeitet, dass man der Pflanze dann den Weg ein bisschen zeigt, falls sie etwas hier rausragt oder vom Wind etwas verschoben worden ist. Immer mal nachschauen, wie es ist. Man kann auch dann
gerade bei Bewässerungssystemen, die von unten her dann nachher arbeiten, wie jetzt bei unseren beiden Beispielen, aufhören von oben zu gießen. Wir haben ja gesagt, am Anfang, wenn die Pflanzen klein sind, bis oben ein bisschen nachgießen, weil die Wurzel muss ja erst ihren Weg nach unten oder zum Wasser hin jeweils finden. Ergo füllen wir jetzt den Tank unten wieder auf, der ist halb voll. Ihr macht es hier ganz voll das Ganze, dass der Wasserstand steigt und dann haben wir gleich das hier oben drin gefüllt und die Wurzel kann dann von hier wieder ihr Wasser aufsaugen. Ja, hier oben ist alles wunderbar feucht und ich denke, auch durch die Schutzfolie, momentan steht es natürlich noch im Gewächshaus hier drin, weil es sehr windig war letzten Tage, ist gut geschützt gewesen und die Pflanzen hier, gerade in dem Fall die Tomaten, sind sehr, sehr gut gewachsen. Einen neuen Artikel aus der Serie City Jungle haben wir hier, ist unser Heidelberg. Das ist eigentlich eine Kombination aus bisherigen Artikeln, die wir hatten, haben wir dann einen neuen zusammengefügt und zwar aus dem bisherigen Freising. Das ist dieses hier. Da haben wir eigentlich den unteren Bereich genommen und haben den hier auch verbaut. Der Unterschied ist nur, dass es hier damals keinen Wassertank gab. Wir haben dann hier in dem neuen Heidelberg noch hier unten einen Wassertank reingefügt und dann oben drüber den Bereich für die Pflanzerde und für die Pflanzen gebaut. Der Heidelberg besteht aus mehreren Bereichen. Hier unten haben wir dann quasi den Unteraufbau, die Füße, die das Ganze ein bisschen in die Höhe bringen, damit man auch etwas rückenschonender arbeiten kann, sich nicht immer so bücken muss zu den Pflänzchen, die man hat. Wir haben dann hier den mittleren Bereich für die Pflanzenerde und natürlich auch für die Tomaten, die Wurzel ziehen können. Man kann da Chilis reinmachen, Paprika, man kann Gurken hier einbringen oder auch natürlich auch Radieschen, Erdbeeren, alles was man möchte. Und haben dann hier oben den Aufbau, das Gerüst für die Rankpflanzen, die wir haben, weil gerade Tomaten, die jetzt noch hier sehr, sehr klein sind, oder Gurken, die kommen dann durch die Höhe irgendwann rein und tun sich dann hier oben durchschlängeln und da haben wir das Ganggerüst halt eben oben drauf gebaut, was man auch noch erweitern kann später in einer gewissen Höhe und natürlich auch mit einer Folie dann beziehen kann. Wir haben jetzt die Location gewechselt, weil es hat angefangen zu regnen. Ja, wie es also ist im Gartenleben, sind wir dann ins Gewächshaus reingegangen. Wir werden jetzt hier in den Heidelberg Erde reingeben und anschließend werden wir dann dort ein paar Gurken einbringen. Ja? Ich werde schon mal die Erde, denke ich mal, holen, Hadi, ne? Genau, kannst du schon mal die Erde alle rein, kannst du das hier rein. Jetzt eine Schlanggurke bzw. zwei Pflanzen in einem Topf und du kannst jetzt hier sehen, das sind die Keimblätter. Ja, okay. Hier vorne, das ist das erste richtige Blatt, das zweite hier. Und man sagt ja so, wenn die das erste ein bis zwei echten Blätter entwickeln, dann kann man die umpflanzen. Gurken mögen das nicht so sehr, wenn man die vorher pikiert, das heißt, wenn man die nochmal jetzt umtopfen würde, das kann man zwar machen, aber in der Regel mögen die das nicht so, wenn man eine Wurzel da viel rumspielt. Deswegen tun wir jetzt gleich hier in ihren endgültigen Standort. Ja, da kannst du die jetzt schon mal rausmachen. Mhm. Und dann kannst du die vorsichtig mal auseinanderziehen, weil die Wurzeln wahrscheinlich miteinander verwachsen sind. So, dann lösen wir die mal voneinander vorsichtig, denke ich mal. Genau, du musst jetzt versuchen, sie ein bisschen vorsichtig anzuziehen. Ja, sehr gut. Gebe ich dir mal eins. Danke. Machen wir eins an dir rein. So, wie tief muss ich die einpflanzen ungefähr? Die kannst du jetzt auch ruhig tiefer einpflanzen, weil die Gurke bildet hier am Stängel auch nochmal kleine Wurzeln. Mhm. Und saugt sich dann so besser mit Wasser. Okay. Also man kann die theoretisch bis unterhalb von den Keimblättern so tief ruhig einpflanzen. Okay, dann machen wir das mal. Weil die wächst auch sehr schnell, die Gurke. Diese Höhe ungefähr nehme ich an. Dann ja, das ist in Ordnung so. Sieht das gut aus. Sobald ja jetzt draußen wieder wärmer wird, da fängt die Gurke richtig an in die Höhe zu schießen. Gurken, Kürbisse und auch Zucchini, die wachsen ja relativ schnell. So, jetzt muss man das Ganze natürlich gut angießen, damit die Wurzeln sich schön anwurzeln können. Dazu brauchen wir natürlich viel Wasser. Auch hier halt eben, wie bei allen Hochbeeten und so weiter, erstmal von oben angießen, wenn man so ein System mit Tank hier unten hat, weil die Wurzel muss sich erst nach unten bilden und anschließend kann man dann später nur noch mit dem unteren Tank arbeiten. Den füllen wir jetzt aber auch schon mal, damit sich das Erdreich auch von unten schon schön vollsaugen kann. Einfach die Klappe hier hoch und hier das Wasser rein, sehr angenehm. Und dann wird auch der Boden von unten angesaugt und voll und die Wurzel kann sich ihren Weg zum Wasser suchen und wird dann nur noch von dem Wassertank unten dann gezehrt. So, wieder zu.
So, wenn natürlich die Gurken jetzt hier in die Höhe wachsen, dann werden wir irgendwann hier das Ranggerüst erweitern und dann mal sehen, wie hoch wir die wachsen lassen. Die können wir ja, das können wir ja selber entscheiden. Wenn wir sagen, okay, das ist hoch genug, dann kappen wir die einfach oben und mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen bei uns. Wir haben natürlich wieder was Neues vorgestellt. Wir haben auch neue Pflanzen hier eingebracht und werden natürlich in den nächsten Wochen dann auch sehen, wie diese dann hier gedeihen. Wenn da mal die Sonne rauskommt, hoffentlich. Ne? Ein Tag war schon da gewesen gestern. Ein bisschen fehlt es noch in der Hinsicht. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir machen auch immer jede Woche einen schönen Rundgang hier für euch, damit ihr sehen könnt, wie die Pflanzen gewachsen sind, was es alles Neues gibt. Halten wir euch immer auf dem Laufenden. Dann hatten wir in den letzten Wochen immer eine Verlosung gehabt. Die Gewinner werden wir euch jetzt mal unten anpinnen. Könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr gewonnen habt. Und auch diese Woche gibt es hier was zu gewinnen, und zwar ein Freising in der Größe XL. Dazu einfach das Stichwort Freising und wieder kommentieren. Und ihr seid dabei. Ja, auch ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, könnt ihr alles unten in die Kommentarleiste schreiben. Lernt auch viel, jeden Tag viel dazu. Das heißt, wenn ihr meint, es gibt irgendwas, was man besser machen könnte oder was wir falsch gemacht haben, dann könnt ihr das gerne auch alles in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Und abonniert auch den Kanal. Wir haben mittlerweile über 1000 Abonnenten, was uns ja auch natürlich super sehr froh gemacht hat. Also, vielen Dank dafür, ja. Sagen wir auch mal ganz toll Danke dafür. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann denken die Glocke läuten, dann kriegt ihr auch immer wieder Infos, wenn es ein neues Video gibt und so weiter. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.